Herzlich willkommen bei der Begutachtung der neuen The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector's Edition. Diese erscheint am 4. Oktober und ist derzeit mit einem Preis von 69 bis 78 Euro versehen. Die Verpackung ist ein stabiler Karton mit einem transparenten Sichtfenster. So kann man gleich eines der Highlights der Ultimate Collector's Edition sehen, die drei Batman-Fahrzeuge von Hot Wheels. Auf der Rückseite der Box sind alle Features aufgelistet. Neben den Fahrzeugen, die ehrlicherweise mit Made in China gekennzeichnet sind, warten 5 Artcards von Mondo, ein 48-seitiges Fotobuch, ein Brief von Christopher Nolan und eine niegelnagelneue Bonusdisc mit 90 Minuten exklusiver Specials auf den stolzen Besitzer. Unter diesen Features befinden sich übrigens auch die kompletten IMAX-Szenen aus den Filmen The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Diese sind erstmals in ihrem Originalformat, also einem Bildseitenverhältnis von rund 4:3 zu sehen. Im Inneren der Schatulle ist alles sorgfältig und rutschfest übereinander gestapelt. Selbst die Blisterverpackung mit den Hot Wheels Fahrzeugen ist durch 2 Polster fixiert. Unter einer extra Abdeckung befindet sich der Umschlag mit den Artcards, das Fotobuch sowie die hochwertige Blu-ray-Hülle in Form eines Fotoalbums. Im Brief schildert Nolan seinen Wunsch, das Gefühl der 70er Jahre Blockbuster wiederzubeleben, mit denen er aufgewachsen ist. Das Fotobuch sieht nicht nur von den Motiven her echt stylisch aus. Die partielle Hochglanzlackierung hebt noch einmal gewisse Stellen hervor, so zum Beispiel das Batman-Logo. Im Buch finden Sie neben Szenenbildern auch Fotos vom Set, Skizzen und Sondermotive, die das Fanherz höher schlagen lassen. Auf den Mondo-Karten sind die Bösewichter Ra's al Ghul, Scarecrow, Two-Face, der Joker und Bane zu sehen. Die Karten sind wunderschön designt und in perfekter Größe für mittlere Bilderrahmen. Im Blu-ray-Album gibt es zu jedem Film ein doppelseitiges Motiv, das im Optimalfall mit der jeweiligen Blu-ray-Scheibe verschmilzt. Einzige Ausnahme ist hier die The Dark Knight Doppel-Blu-ray, wo weder der Rand der Filmdisc noch der Inhalt der Bonusdisc mit dem Hintergrund übereinstimmen. Ganz hinten befindet sich zudem noch die Bonusdisc mit den neuen Features. Das Interessanteste kommt wie so oft zum Schluss. Die drei Hot Wheels Modelle der Batman-Fahrzeuge, Batpod, Tumbler und The Bat, sind zweifelsohne ein Blickfang. Sämtliche Modelle haben ein gutes Gewicht. Der Tumbler und The Bat sehen dabei durch ihre detaillierte Oberfläche sowie ihr stabiler wirkendes Material einen kleinen Tick hochwertiger aus als der Batpod. Die gepanzerte Oberfläche des Tumblers schimmert stilvoll matt. Auf der Rückseite befindet sich die metallisch glänzende Düse, die hier sichtbar bis in die Fahrerkabine reinragt. Die Details stimmen sogar bis zum Profil der Reifen. Das zweite Fahrzeug ist der wendige Batpod. Doch war das Bike in den Filmen wirklich gold und silbern schimmernd? Nun egal, in der Nacht sind schließlich alle Katzen schwarz. Das fliegende Etwas, The Bat, wiederum hat eine gut sichtbare Fahrerkabine und kann sehr leicht auf einen Extraständer montiert werden. Die unteren Propeller können sich nicht bewegen und dienen ausschließlich der Anschauung.
Die Fahrzeuge sind tatsächlich eher Spielzeuge als Modelle, dafür sind sie aber sehr hochwertig produziert. Alles in allem ist die The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector's Edition mit ihrem Anschauungsmaterial, der neuen Bonusdisc und den Fanartikeln ein echter Mehrwert für Film- und Comicfreunde. Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Blu-ray-Magazin.